Sit down. Hallo. Hallo. Willkommen bei der Drunk Art School. Diesmal haben wir such a Tabe. Kommt wieder. Gefeiert heute BTS Album Release. Oh mein Gott. True. Beep, beep, boop, boop, boop. Mmm. Mmm. Oh. Lecker doch. Lecker. Geht wieder. Wir waren gestern nämlich schon Karneval feiern. Wir standen in einem Club und dann hat jemand seine Zigarette so an mir vorbeigehalten. Ah, ich fall, vielleicht male ich dich mit deinem angry cry face doch. Aber Vanessa stand gestern so. Und dann so. So weint Vanessa. Ja. Und wenn wir schon mal bei unserer Krankengeschichte sind. Aua! Hätte ich auch ein ugly cry. Heute wird's ganz besonders specialig. Ja. Porträts sind in der Geschichte der Kunst stets vertreten gewesen. Ein Porträt bzw. Bildnis ist ein Gemälde, eine Fotografie, eine Plastik oder eine andere Darstellung einer Person. Das Porträt zeigt in der Regel das Gesicht der Person. Eine veraltete Bezeichnung für ein Porträt ist Konterfei. Künstler haben das gerne gemacht. Viel auch. Viel, klar. Vor Fotos allem, gab's nicht. Wusstest du, dass wenn so ein Kind zum Beispiel verstorben ist, ein Baby, haben die damals die Leichen angezogen und hingestellt, wenn die schon in der Leichenstarre waren, um die nochmal zu malen, zur Erinnerung? Wow, Alter, das ist jetzt so schnell so deep geworden. Ah nein, stimmt gar nicht. Vor allem wird darum interessant, glaube ich, weil wir sehen, wie der andere uns sieht. Oh, weißt du, was ja. ich meine? So, welche Feature werden besonders ausgemalt oder ausgeschmückt? Ich habe, glaube ich, auch noch nie dein Gesicht so... Also, Hast du mich noch nie angeguckt? Nee, also... Wenn Fuck, ich die hübscheste YouTuber von Deutschland? Wie kannst du mich nur so beleidigen? Ja, es ist... Ja, also es kann auch sein, dass eine von uns beleidigt ist oder beide. Boah, ich meine auf jeden Fall deine Nägel, Alter. So. Und die sind... Ich meine... Lass uns bitte einfach anfangen. Cheers! Pierce! Pierce Brosnan! Catherine Pierce! Catherine Zeta-Jones! Olivia Jones! Der geht so ein bisschen zu lang, der Spruch. Wie hält man die nochmal so? Du hast. Du hast. Mit. So? Ja, ja, ja. So. Nee, so. Also ja, genau. Ja, ja. Okay. Ja? Okay. Ja. Du hast so tolle Pinsel. So ein bisschen. Hab ich extra gekauft für uns. Mhm. Bin ich nicht toll? Eine tolle Freundin. Eine tolle Freundin. Scheiße, ist jetzt schon so anstrengend. Oh Mann, du bist Kenny. Okay, was hast du so für einen Hautunterton? Zeig dich mal. Gelb. Boah, wir müssen unbedingt My Heritage machen. Und dann endlich einfach rausfinden, dass wir Koreaner ja, sind. Ja, genau. Eigentlich. Genau. Hm, bei mir könnte aber tatsächlich irgendwas Asiatisches drin sein, oder? Du zum Beispiel. Hammer. Love it wieder. Ich bin wieder voll drin. Also, ich habe deine Hautfarbe ein bisschen zu gelb gemacht, gerade hier. Man sagt nicht Hautfarbe, man sagt Nude. Tö. Doch, ich hab auch Bock, ich merke das jetzt gerade. Wenn dir mein Bild gefällt, hängst du es dann auf. Mhm. Ab wann ist man eigentlich Künstler? Dem Moment, ab dem man es sagt. Künstler. Oh, ich muss mal was zur Motivation trinken. Okay. Boah, ich wünschte, ich wäre fertig. Ich werde schon wieder trinken. Mhm. Hier habe ich deine Haarfarbe. Matcht wirklich perfekt. So, der Ratchet-Ansatz, den darf man natürlich auch nicht vergessen. Oha! Excuse me! Ich brauche mal ganz kurz dein ugly cry face. Ist nicht einfach. Ich meine voll das boring Bild. Und ich will nicht das boring Bild, Mann. Ich will ein geiles, künstlerisch wertvolles Porträt, Mann. Weißt du, was ich meine? Aha. Oh, das ist immer so.
Kunst einfach reinigt die Seele, macht Liebe. Weißt du? Okay, du bekommst auf jeden Fall auch manchmal so ein, wenn du heulst, so einen eckigen Mund irgendwie so. Das muss ich jetzt porträtieren. Was für eine Farbe trägst du gerne? Arschlochfarbe. Die Menschen da draußen, die würden sich wünschen, das mal machen zu können. Scheiße. Es tut mir so leid, Alter. Alter, was kratzt du da so rum? What the fuck? Das ist alles die Schuld von den Pinseln. Nein, ich hab mir noch... Nein! Oh, oh no. I'm so sorry. I love these pencils. Ja, komm. Du guckst nicht, ne? Ich guck mich nicht. Gut. Ich glaube, ich trinke noch mal einen Shot. Ich glaube, ich brauche auch noch einen. Deine Hosen, die jetzt bunt sind. Sad. Geil, ich muss die ganze Zeit lachen, wenn ich mein Dings angucke. Könnte sein, dass dir das nicht so gefällt. Vielleicht kannst du wirklich nie wieder richtig weinen, ohne an dieses Bild zu denken. Das wäre ja. Also deine Nase? Ja. Ja? Nee. Ich glaube, ich habe dich so gestern echt gesehen in meiner verschwommenen Besowski-Wahrnehmung. Action, Patty! Painting in action! I hate my picture! Magst du es nicht? Doch, es ist irgendwie cool, auf so eine weirde Art und Weise. Also auf eine wirklich weirde Art. Der Künstler Vanessa Wischowski hat in ihrem neuen Meisterwerk Kelly. Oh mein Gott, das ist original, wie ich dich gestern gesehen habe. Oh mein Gott, du wirst mich umbringen. Alter, das ist richtig geil. Darauf ein Shot. Ey, meine komplette Hose ist voll geschmiert. Hier, 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 hier. Hier, hier, alles voll. Geh nochmal in dich und überleg wirklich, ob du es mir wirklich zeigen möchtest. Nicht wirklich, oder? Aber ist deins technisch gut? Klar. Weil technisch warst du eigentlich... Was war ich technisch? Warst du immer nicht so schlecht eigentlich. Oh. Okay, ich würde sagen, ich bin auch fertig. Oha! 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 Okay, ich bin gespannt. Okay, Augen zu. Okay. Okay, jetzt kannst du gucken. Okay, ich trau mich aber nicht. Und was, wenn unsere Freundschaft danach vorbei ist? Nein, ach nein. Okay, das nein. sind die letzten Momente, wo ich noch wohlgewillt dir gegenüber ja, bin. Du bist es, du bist da, du bist... Okay. Du willst mich lieben. Okay, 3, 2, 1. Gott, ich sehe aus wie der Joker. What the fuck? Ich sehe aus, als hätte ich so eine Currywurst gegessen und besoffen. Aber Dobby ist da. Du hast eine heiße Aber das ist cool, aber es ist gruselig. Aber das ist cool, dass du den Rand freigelassen hast, aber auch ein bisschen faul. Und Dobby sieht halt aus, als hätte er mich gerade nackt gesehen. Das war original sein Blick, als ich das erste Mal vor ihm duschen gegangen bin. Aber ich hatte dir eigentlich richtige Augen gemalt und dann während des Prozesses habe ich es aber richtig verkackt. Dann habe ich der Abstand zwischen meinen Augenbrauen und meiner Augen ist auch nicht vorhanden. Ja, so wie im Alien-Leben. Das wäre so krass, wenn man wirklich so... Schlupflied. Nee, das ist, du hast so bis oben hin angemalt. Dein Auge geht eigentlich bis dahin. Ach, so sind meine Augen zu und ich habe blauen Lidschatten drauf. Ja, ja, genau. Ah, aber warum sind meine Augen zu? Weil du so happy bist, weil Dobby bei dir ist. Dobby hat einfach so Hände, die so machen. Aber er ist wie so ein abgespaceder Alien Dog. Das ist so ein Dog von so. Er ist einfach so kurz vorm Klatschen, so. Es hat eine Handschrift. Das sieht schon artsy aus. Danke. Muss ich dir meins wirklich zeigen? Ich will jetzt sehen, ich will sehen. Okay, Augen zu. Denk nochmal an gestern. Okay, irgendwas ist mir auf den Fuß gefallen. Jemand hat seine Zigarette auf meiner Stirn ausgedrückt. Und das ist das, was ich gesehen habe. 3, 2, 1, go. Oh!
mach mal dein ugly cry face. Schön. Oh mein Gott. Es hält einfach dieses Mut. Aber hast du das nicht so, als es so verschwommen im Hintergrund, irgendwelche Farben sind zu erahnen? Ich schwör's dir. Alter, Kelly, das ist richtig gut. Echt? Ja. Ich muss aber sagen, das sieht sehr nach Sexpuppe aus. Ja, I love it. Vielleicht ist dein ugly cry face einfach auch ein geiles, sexy Puppenface. Mir geht's so schlecht. Voll, wir sind aber irgendwie so komplett anders rangegangen irgendwie an die ganze Sache. Ja, wir haben verschiedene Styles auf jeden Fall. Haben wir echt. Das ist unsere Handschrift, unsere kreative. Also dein Bild ist wirklich legendär. Deins auch toll. Also. Aber nächstes Mal möchte ich wieder gegen dich kompetiven. Also, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ihr kleinen Mäusezähnchen da draußen. Also, schreibt uns doch mal in die Kommentare, was wir als nächstes malen sollen. Welches klassische Werk ihr als nächstes von uns adaptiert sehen möchtet. Wer war besser? Wer hat's besser gemacht? Stimmt hier ab. Dann würden wir sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Was ist die Planung? Wissen wir nicht. Competition ist in Planung. Schreibt bitte eine kunstwissenschaftliche Analyse à la Cult Mirror über mein Bild. Und über Kellys Bild auch. Okay.